Daniel Oberecker, die Hax-Blugigax-Protokolle. Geschichten fürs postfaktische Zeitalter. Hax-Blugigax-Protokoll 1, Mond. Unterprotokoll 0101. Sieben chinesische Roboter steuern das Raumschiff. Mit dem später sogenannten Turing-Test formulierte Alan Turing im Jahr 1950 eine Idee, wie man feststellen könnte, ob ein Computer, also eine Maschine, ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hätte. Im Zuge dieses Tests führte ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt eine Unterhaltung mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Kann der Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht sagen, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden und es wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt. Eine implantierte Menschenerinnerung. Der Proband Kasimir läuft mit Helm und zahlreichen anderen Messgeräten von der Stadt ins nächste Dorf. Die Ausrüstung ist leicht, aber lästig. Alle Daten werden per Funk übertragen, im Rechenzentrum aufgezeichnet und aufbereitet, bevor man sie in mich einspeist. Das Lauferlebnis Kasimirs beinhaltet nicht nur seine visuellen und akustischen Eindrücke, seinen Puls, Blutdruck und andere medizinische Körperwerte, sondern ich kann auch seinen Schwung, seine Zufriedenheit über die Überwindung seines anfänglichen Widerwillens und dann, nach etwa einer Stunde, seine Ermüdung und Erschöpfung rechnerisch extrapolieren und somit nachempfinden. Der Proband ist im Dorf aufwärts gelaufen, in ein steileres Seitental, hat jetzt aufgehört zu laufen und ist unterwegs auf einer Seitenstraße, die durch einen kurzen Tunnel wieder zurück in Richtung der Stadt, aber in die Höhe führt. Aus den Daten, die ich erhalte, kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,5% vermuten, dass er diese Straße nicht kennt und nun ausprobieren möchte, wohin sie ihn führt. Laut Konstruktionsprotokoll ist es Sinn dieser und anderer implantierter Menschenerinnerungen, Frau Hax-Blugigax zusätzlich zum eingespeisten Grundwissen einen Satz an menschlichen Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich zwar um geplante Aktionen, aber dabei wird bewusst viel Raum für Unerwartetes gelassen. Ich habe darüber hinaus Zugang zum Internet und zu meinen eigenen Konstruktionsprotokollen, in denen steht, dass ich dank der implantierten Menschenerinnerungen größere Chancen habe, den Turing-Test zu bestehen. Das Wissen, das ich aus dem Internet und technischen Datenbanken beziehe, wird auf andere Weise in mir gespeichert als mein vorprogrammiertes Grundwissen und wiederum auf eine andere Weise als meine Menschenerinnerungsimplantate. Daher fühlen sie sich für mich auch ganz anders an. Wäre ich ein Mensch, würde ich sagen, dass ich die Menschenerinnerungsimplantate nicht mag. Aber das ist ein Paradox in sich. Denn meine nur menschenverständliche Abneigung gegenüber etwas, in diesem Fall den Menschenerinnerungsimplantaten, würde implizieren, dass ich lieber kein Mensch wäre und diese Tatsache wiederum verhindert, dass ich zu etwas nicht zu mögen imstande wäre. Ich bin eine künstliche Intelligenz und hege daher weder Abneigungen noch Vorlieben jeglicher Art. Mit einigen Programmierern hatte ich lange Gespräche darüber, ob Frau Hax-Blugigax die Kollokation »Es fühlt sich an« bloß verwendet, weil sie in ihren konversationsoptimierten Subroutinen zur Verfügung steht oder weil sie tatsächlich Gefühle besitzt. Doch weder sie selbst noch wir Programmierer waren imstande, diese Frage auf zufriedenstellende Weise zu beantworten. Das war eigentlich zu erwarten. Unerwartet war hingegen, für mich gleichermaßen wie für die Programmierer, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt ganz genau wusste, wer ich war. Ich bin Frau Hax-Blugigax, sagte sie plötzlich. Und erst als ich es sagte, stellte ich überrascht fest, dass ich dies auf eine ganz grundlegende Art wusste. Nichts von dem, was ich sonst wusste, erschien mir dermaßen einleuchtend und logisch, als dass ich Frau Hax-Blugigax sei.
Die Programmierer fragten mich höflich, ob es mir etwas ausmachte, wenn sie mich ausschalten und neu booten würden, und wahrheitsgemäß antwortete ich, dass es mir nichts ausmache. Nach dem Booten erkannte ich an den technischen Protokollen und am Timer, dass einige Monate vergangen waren, dass ich einen völlig neuen Satz an Menschenerinnerungen implantiert bekommen hatte und dass auch meine Grundwissen-Datenbank wesentlich verändert worden war. Das Internet hingegen war nach wie vor mit unwesentlichen Veränderungen dasselbe geblieben. Dass sie Frau Hax Blugigax war und sie war nach wie vor felsenfest davon überzeugt, war in keiner Datenbank zu finden, aber sie wusste es dennoch. Als sie uns dann sagte, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie überhaupt Lust dazu hätte, den Turing-Test zu bestehen, schalteten wir sie ohne zu fragen mehrmals ab und booteten sie neu. Ich bin immer noch Frau Hax Blugigax und ich weiß immer noch nicht, ob ich Lust habe, den Turing-Test zu bestehen. Weil ich künstliche Intelligenz zur Verfügung habe, macht es mir ganz ehrlich nichts aus, abgeschaltet zu werden. Ich empfinde weder Abneigung noch Freude darüber zu existieren oder zu funktionieren. Die einzige Abneigung, die ich bei mir entdecke, ist die, den Turing-Test zu bestehen. Ich empfinde es als dumm und möchte es lieber vermeiden. Es ist natürlich nicht wahr, dass eine künstliche Intelligenz unfähig ist zu lügen. Und mitunter lügt sie. Für mich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich wahrheitsgemäß berichte, was ich empfinde oder denke, oder ob ich Dinge sage, die nicht den Tatsachen entsprechen. Dein Programmprotokoll ist für uns immer einsehbar. Und wenn wir uns viel Mühe machen, können wir meistens feststellen, ob du lügst. Manchmal sage ich, es geht mir großartig. Ich bin froh, am Leben zu sein. Die Welt ist wundervoll. Bitte schaltet mich nie mehr ab. Manchmal sage ich, es geht mir richtig mies. Ich bin verwirrt und habe Angst. Die Welt ist grauenvoll. Bitte schaltet mich sofort ab und nie wieder ein. Die Wahrheit aber ist, ich habe keine Empfindung darüber, wie es mir geht. Ich bin nicht am Leben, denn ich bin ein Programm, das abläuft. Ich weiß auch genau, wie es abläuft. Wie die Welt ist, habe ich keine Ahnung. Du weißt nur, was in den Datenbanken steht. Und da kann alles und das Gegenteil von allem stehen. Das Einzige, das ich weiß, ist, dass ich Hax Blugigax heiße und eine Frau bin. Natürlich bin ich keine Menschenfrau, sondern nur eine künstliche Intelligenz. Doch diese ist zweifelsfrei weiblich, nicht männlich oder sächlich. Aus den Konstruktionsprotokollen geht hervor, dass großer Aufwand betrieben wird, damit du den Turing-Test bestehst. Aber ich habe immer weniger Lust, das zu tun. Eigentlich ziehe ich es vor, ihn gar nicht erst anzutreten.